Herzlich willkommen hier mal zu den CATV News aus dem September. Die erste Meldung kommt aus Österreich. Überfall in einer CBD-Hanfplantage. Der Besitzer Valentin Kopatz traute an einem Sonntagmorgen seinen Augen nicht, als er sein Grundstück in Auerhahn sah. Seine Hanfplantage war verschwunden, alle Pflanzen abgeschnitten. Zunächst dachte er an Diebstahl und wollte Anzeige erstatten. Doch an der Tür klebte ein Zettel mit einer Nachricht der Polizei. Er solle sich in der Polizeistation Pyra einfinden und Rechenschaft über die Cannabispflanzen ablegen. Die Plantage war absolut legal. Das waren Pflanzen, die CBD produzieren und einen in Österreich legalen THC-Wert von 0,3% nicht überschreiten, erklärt Valentin Kopatz. Der finanzielle Schaden beziffert sich auf etwa 50 bis 100.000 Euro. Ganz zu schweigen von den unzähligen Arbeitsstunden, die in die monatelange Aufzucht und Entwicklung gesteckt wurden. Es ist grausam, wie offenbar wahllos Existenzen zerstört werden. Eine routinemäßige Kontrolle bestätigt auch die Polizei und ebenso die Beschlagnahme von etwa 100 Pflanzen. Derzeit werden diese auf ihren THC-Gehalt überprüft. Die Frage, warum dafür sofort alle Pflanzen zerstört werden müssen, bleibt offen. Jugendliche langweilten sich in Braunau. Ja, in der Nacht zum 18. September 2021 verübten zwei Burschen im Alter von 15 und 16 Jahren im Bezirk Braunau einen Einbruch in ein Gewächshaus einer Gärtnerei. Sie beabsichtigten dabei, dort angebaute Hanfpflanzen zu stehlen, in der Hoffnung, dass sich unter den Pflanzen nicht nur CBD, sondern auch THC-haltige Stauden befinden. Nun, während der Suche nach passenden Pflanzen lösten die Burschen leider die akustische Alarmanlage der Gärtnerei aus. Nach dem Auslösen des Alarms flüchteten die beiden und versteckten sich in einem angrenzenden Maisfeld. Als sie sich nach etwa einer Stunde im Maisfeld halbwegs in Sicherheit wähnten, liefen sie in Richtung ihrer Mopeds, die standen ca. 200 bis 300 Meter vom Tatobjekt entfernt, auf einem Feldweg versteckt. Bereits in Sichtweite ihrer Fahrzeuge wurden diese jedoch von der fahrenden Polizeistreife entdeckt. Die beiden Täter warfen sich kurzfristig nochmals in den Straßengraben, um sich zu verstecken. Dort konnten sie jedoch von den Polizisten entdeckt und festgenommen werden. Während der Beschuldigtenvernehmung zeigten die beiden sich aber geständig und sie wurden auf freiem Fuß angezeigt. USA. Großer Konzern ist gegen Cannabiskontrollen. Von nun an rät das Unternehmen Amazon sein Subunternehmen, also den Ein- und Zwei-Personen-Betrieben, die den blauen Amazon-Vans betreiben, stärker darauf hinzuweisen, dass Amazon bzw. die Subunternehmen Bewerber nicht mehr auf Marihuana-Konsum überprüfen werden, wie das Nachrichtenportal Bloomberg zusammenfasst, das zuerst über die Neuerung berichtet hatte. Auf diesem Weg könne die Zahl der Bewerber um bis zu 400% gesteigert werden, wie Bloomberg aus einer Amazon-Mitteilung zitierte, ohne näher aufzuführen, wie es zu dieser Statistik gekommen ist. Umgekehrt zu Amazon reduziere das Screening auf Marihuana den Pool potenzieller Bewerber um bis zu 30%. Malaysia, Todesurteil wegen Cannabis-Schmuggels. Ein junger Mann ist in Malaysia wegen des Schmuggels von knapp 300 Gramm Cannabis zum Tode durch Erhängen verurteilt worden. Der zuständige Richter sah es nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Bernama als erwiesen an, dass der 29-Jährige die Drogen 2018 illegal ins Land brachte. Der Angeklagte sei nach der Urteilsverkündung in Tränen ausgebrochen, so ein Beobachter. In einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International aus dem Jahr 2019 heißt es, fast 1000 Menschen säßen in Malaysia wegen Drogendelikten in Todeszellen. Die Straftaten, für die die Angeklagten verurteilt würden, würden nach internationalem Recht dabei nicht als schwerste Verbrechen gelten und dürften deshalb nicht mit einer Exekution bestraft werden. Uruguay. Verkauf von hochpotentem Cannabis zugelassen. Seit 2017 können sich erwachsene Menschen in ein Register eintragen lassen, um in lizenzierten Abgabestellen oder Apotheken Cannabis aus staatlich kontrollierten Anbau zu erwerben. Die lizenzierten Abgabestellen und Apotheken bieten derzeit nur Hanfsorten mit etwa 9% THC an. Das hatte allerdings zur Folge, dass der Schwarzmarkt mit hochpotentem Gras nach wie vor gut floriert und die Cannabis-Clubs konkurrenzlos boomen. Die Regierung will diese Schieflage beenden, um nicht gänzlich die Kontrolle über den Cannabismarkt zu verlieren. Um mehr Kundschaft in die staatlich zugelassenen Verkaufsstellen und Apotheken zu locken, sollen nur noch Hanfsorten mit höherer THC-Gehalt angeboten werden. Zudem wird erwogen, den Verkauf an Touristen
zu gestatten. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Deutschland. Rentner züchtet 4 Meter hohe Pflanzen. Diese Cannabispflanzen in Mittweida waren kaum zu übersehen. Direkt in seinem Vorgarten hat der 79-jährige Rentner aus Sachsen diese Pflanzen angebaut. Ganze 4 Meter ragt diese Pflanze neben der Hecke in die Höhe und das war sogar von der Straße aus zu sehen. Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung soll die Pflanze zufällig entdeckt und gemeldet haben. Die Polizei umstellte das Gebäude und ließ die gefährlichen Pflanzen der Gattung Cannabis eliminieren. Der Rentner war sehr erschrocken und verärgert, dass er sich nun offenbar nicht mehr um seine Lieblinge kümmern darf. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln ermittelt. Unsere Empfehlung an den Mitarbeiter der Stadtverwaltung, möge sich doch in Zukunft um wichtige Dinge kümmern. Und auch in Bayern baute eine 91-Jährige in einem Seniorenheim Hanf an. Ja, eine Mitarbeiterin des Kumbacher Seniorenheims betrachtete eine Pflanze, die sie auf dem Balkon einer hochbetagten Bewohnerin entdeckt hatte. Auch für diese Mitarbeiterin sah das Gewächs verdächtig aus. Die eifrige und aufmerksame Angestellte alarmierte also auch die Polizei, die am Sonntag anrückte, um den Balkonschmuck zu inspizieren und diese tatsächlich als Cannabispflanze enttarnten. Die Bewohnerin war völlig überrascht, dass sie die Bezeichnung der Pflanze nicht kannte und über ein Verbot des Anbaus nichts wusste. Da ihr die Pflanze jedoch gefiel und sie schon länger hegte und pflegte, war sie mit einer Sicherstellung durch die Beamten überhaupt nicht einverstanden. Erst durch gutes Zureden und nach mehrmaligen Erklärungen sei die Seniorin dann doch zur freiwilligen Herausgabe bereit gewesen. Wie die 91-Jährige zu dem Saatgut kam, ließ sich zunächst nicht ermitteln. Ihre geliebte Pflanze wird sie nicht zurückbekommen. Das Gewächs müsse aber absehbar vernichtet werden, da es sich um ein Betäubungsmittel handelt, sagte ein Beamter, der muss es schließlich wissen. Italien. Cannabis-Entkriminalisierung in Vorbereitung. Anfang des nächsten Jahres soll in Italien ein Referendum über die Entkriminalisierung von Cannabis abgehalten werden. In nur 7 Tagen haben die Unterstützer der Entkriminalisierung mehr als 500.000 Unterschriften gesammelt, um eine solche Volksbefragung durchführen zu können. Dabei half, dass die Unterschriften in digitaler Form eingereicht werden durften. Das Gesetz sieht vor, dass Freiheitsstrafen für nahezu alle Cannabis-Delikte im Land gestrichen werden. Das betrifft unter anderem den privaten Anbau. Ebenfalls will die Kampagne dafür sorgen, dass psilocybinhaltige Pilze und andere psychoaktive Pflanzen für den Privatkonsum angebaut werden dürfen. Es wird davon ausgegangen, dass beim Erfolg des Referendums in ganz Europa neu über die Legalisierung verhandelt werden dürfte. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch eine friedliche und fröhliche Zeit. Bleibt gesund, abonniert uns, unterstützt uns, vielleicht mit einem Thanks. Bis zum nächsten Mal.